Der Lufthansa droht nach dem Streikende des Bodenpersonals in der vergangenen Woche neuer Ärger. Die Piloten haben sich in einer Urabstimmung für einen möglichen Arbeitskampf ausgesprochen. Das gab die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit bekannt. Ein Sprecher sagte, in den bisherigen 6 Tarifrunden mit der Lufthansa habe sich leider nichts getan. Ein Streik ist jedoch bisher nicht beantragt. Die Gewerkschaft bleibe aber gesprächsbereit, hieß es. Alex Jakubowski in Frankfurt. Was genau bedeutet dieses Ergebnis der Urabstimmung jetzt? Wird gestreikt oder wird nicht gestreikt? Die gute Nachricht vorweg für alle, die in den kommenden Tagen an den Flughäfen sind, um in Urlaub oder wo auch immer hinzureisen, mit direktem Streik ist erstmal nicht zu rechnen. Im Vorfeld hatte die Gewerkschaft gesagt, wenn wir überhaupt einen Streik beschließen, dann ist der möglich ab Mitte August. Aber davon sind wir im Moment weit entfernt. Dieses hohe Abstimmungsergebnis, diese hohe Zustimmung bedeutet eine große Unterstützung für den Weg der Gewerkschaft Cockpit. Die Unterstützung der Mitglieder ist da. Die Piloten sind streikbereit, setzen damit ein hartes, starkes Signal. Und wie das am Ende zu bewerten ist, das muss man sehen. Die Tarifkommission wird sich morgen wieder zusammensetzen, die Tarifkommission der VC Cockpit, und wird dann beraten, wie der weitere Weg ist. Jetzt gelten Piloten bei der Lufthansa ja nicht unbedingt als Geringverdiener. Warum sind sie so unzufrieden und was fordern sie? Naja, die Höhe des Einkommens sagt jetzt nichts unbedingt darüber aus, ob man nicht noch mehr Einkommen haben möchte, beziehungsweise ob nicht turnusgemäße Tarifverhandlungen anstehen. Das ist ja in anderen Gewerkschaften genauso der Fall. Bei der IG Metall wird auch alle paar Jahre werden neue Tarifabschlüsse erzielt. Und genau das Gleiche gilt auch bei der VC Cockpit. Da macht das die Höhe der Einkommen nichts aus. Die Gewerkschaft möchte aber 5,5% mehr Lohn. Und jetzt kommt das große Aber. Sie möchte einen Inflationsausgleich. Und wenn wir wissen, wie hoch die Inflation im Moment ist, ich sag mal rund 8%, gerade jetzt letzte Woche ein bisschen weniger, dann kommt da natürlich aus Sicht der Piloten noch mal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle obendrauf. Und das wird teuer für die Lufthansa. Und man kann aber den Piloten auch nicht absprechen, dass die Lohnsteigerung oder die Kosten, die überall steigen, sich nicht auch bei der Lohnsteigerung einen Niederschlag finden. Und das ist das große Problem. Hier muss man verhandeln. Hier ist man offenbar bisher nicht zusammengekommen. Was bei der Urabstimmung jetzt der Fall ist, früher vor einigen Monaten noch war zu lesen, dass in diesem Tarifkonflikt vor allem auch der Konzernumbau der Lufthansa eine große Rolle spielt. Lufthansa will ja weitere Piloten entlassen bzw. loswerden. Man spricht davon, dass man eben keine Kündigung aussprechen will. Aber wie man ungefähr 300 Piloten verabschieden kann, das ist noch die große Frage. Man hat die Angst auf Seiten der Piloten, dass diese in Tochtergesellschaften ausgelagert werden sollen, wo sie dann weniger verdienen. Aber im Moment ist davon keine Rede, so sagt mir gerade noch ein Sprecher der VC Cockpit. Dieser Teil der Verhandlungen, die schon seit 6 Monaten laufen, ist bei der Urabstimmung gar nicht Thema gewesen, sondern Thema jetzt waren allein die Lohnforderungen von 5,5%. Jetzt wird also verhandelt, Sie haben es gerade angesprochen, beide Parteien haben sich ja gesprächsbereit gezeigt. Was denken Sie, wird man sich einigen können, wenn ja, wie schnell? Beide Seiten haben nochmal betont, der Sprecher von Cockpit gerade eben am Telefon und die Lufthansa auch Ende der Woche noch, dass man gesprächsbereit ist. Das Tischtuch ist noch nicht ganz zerschnitten, sagen wir es mal so. 5,5% ist jetzt nicht so eine exorbitant hohe Forderung. Also beim Bodenpersonal von Verdi zum Beispiel ist die Forderung deutlich höher. Aber entscheidend wird sein, wie man mit dem geforderten Inflationsausgleich umgeht. Und das werden die Gespräche zeigen. Diesen weiteren Tarifkonflikt haben Sie gerade angesprochen bei der Lufthansa mit der Gewerkschaft Verdi, die zum Beispiel ja das Bodenpersonal vertritt, aber auch Beschäftigte der Technik. Für Mittwoch und Donnerstag sind da neue Verhandlungen angesetzt. Und was erwarten Sie da? Naja, Verdi hat gerade ein deutliches Zeichen gesetzt. Am Flughafen in Frankfurt und auch in München war das ja deutlich zu spüren. Auch an den anderen Flughäfen in Deutschland hat man die Auswirkungen gemerkt. Es sind hunderttausende Passagiere nicht dorthin gekommen, wo sie eigentlich hin wollten. Und das ist natürlich für die Lufthansa schlecht. Nicht nur, weil man einen großen Imageverlust zu verzeichnen hat, sondern weil einfach auch nicht geflogen wird. Und man verdient nur Geld, wenn die Flugzeuge in der Luft sind. Von daher, Beobachter gehen davon aus, man hat für 2 Tage die Verhandlungen angesetzt. Es könnte bis spät in die Nacht gehen, aber die Hoffnung ist groß, dass man sich doch zusammenrauft und ein Ergebnis erzielen wird. Also schwierige Situation, gerade für die gesamte Luftfahrtbranche, auch nach Corona. Wie sind da die Aussichten für die Lufthansa, wenn wir in die Zukunft schauen?
Ja, lassen Sie uns erstmal in die Vergangenheit gucken. Wenn wir wissen, dass in den beiden Corona-Jahren die Lufthansa enorme Verluste eingefahren hat, 2020 6,7 Milliarden Euro Verlust, auch 2021 noch über 2 Milliarden Verlust. Im Moment ist man zwar in der Gewinnzone, aber insgesamt ist der Konzern natürlich wahnsinnig belastet. Dazu kommen natürlich die Preissteigerungen überall. Auch Kerosin wird teurer. Und die anderen Kosten, die andere Unternehmen auch haben, da geht an der Lufthansa ja auch kein Weg dran vorbei. Das ist eine schwierige Lage. Insofern muss man alles daran setzen, die Forderungen jetzt von den Piloten oder auch von dem Bodenpersonal möglichst gering zu halten. Das wird nicht einfach, aber wir werden sehen, was die Woche bringt. Alex Jakubowski, Dankeschön nach Frankfurt.